Darf ich vorstellen? Das ist mein neues Survival-Multitool. Was kann das? Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Survival Stift, designed by Reini Rossmann. Das heißt, der ist auf meine Vorstellungen angepasst. Was bedeutet das? Als ich mir gesagt habe, ich will ein eigenes Tool haben, haben wir gedacht, was sind die größten Gefahren, die mir einerseits in der Stadt, aber auch in der Natur begegnen können? Auf die ich Antwort haben will, mit Ausrüstung. Und fangen wir in der Natur an. Ich habe so drüber nachgedacht, was ist in der Natur eigentlich, neben einem Erste-Hilfe-Notfall, das ist ohnehin immer ein Thema, auch in der Stadt, aber über das wollen wir jetzt nicht reden, weil da hat man ganz einfach ein Erste-Hilfe-Packerl dabei, aber das habe ich immer dabei, immer, aber das meine ich damit nicht. Was ist in der Natur wirklich ein Killer? Ich meine, klar, es könnte mich eine Kreuzotter beißen, ja, dann muss ich sterben, es könnte irgendwas auf mich drauffallen, dann muss ich sterben. Aber was ist etwas, gegen das ich rasch eine Lösung brauche? Unterkühlung, die Kälte. Und dafür habe ich das hier in diesen Stift eingebaut. Und zwar einen Feuerstahl und ein Minimesser. Ja? Mit dem man einen Minischaber und ein Minimesser, ich meine, das Messer ist nicht zum Löffelschnitzen da, sondern wirklich nur für den Notfall, und einen Feuerstahl, einen auswechselbaren Feuerstahl. In dem Lieferumfang ist dann auch noch ein Feuerstahl zum Auswechseln dabei, aber das zeige ich dir dann eh nachher noch in der Geschenksbox, sozusagen. So, und das Ding kann man miteinander zusammenschrauben. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, einen Notfallzünder da reinzubauen, das zeige ich dir auch nachher. So, und damit habe ich mal dieses Feuermachen, diese Unterkühlung im Griff, wenn es sein muss. Das ist cool. Das ist cool. Und bedenk eins, wir Menschen sind die einzigen Tiere auf der Welt, die willentlich ein Feuer machen können. Das heißt, ein Feuermachinstrument sollte man meiner Meinung nach immer dabei haben. Und was ist in der Stadt eine wichtige Gefahr? Nicht Erste-Hilfe-Notfall, das ist eine andere Geschichte, sondern es kann sein, und das kann tatsächlich ein Problem werden, dass ich mich verteidigen muss, ja, das könnte passieren, oder dass ich irgendwo eingesperrt bin, dass ich mit dem Auto unterwegs bin, mit dem Bus, mit irgendwas, und kann durch einen Unfall nicht raus. Dafür ist dieser Glasbrecher hier vorgesehen. Ja? Da ist ein Glasbrecher drauf, der ist sauspitz, der ist wirklich sauspitz. Und natürlich kann man den auch als Kubutan verwenden, das heißt als Selbstverteidigungsteil. Ja? Das Ganze ist gefertigt aus Aluminium, also das ist saustark, das wird nicht kaputt. Es ist wasserdicht verarbeitet, es ist einfach saustabil, also da kann man einfach alles damit tun, also das hält das alles locker aus. Das heißt, ich habe einen Glasbrecher, den ich auch im Notfall noch als Selbstverteidigungsinstrument verwenden könnte, wenn es denn sein muss. Und in Österreich und in Deutschland darf man das auch ganz normal tragen, ist keine Waffe nach dem Waffengesetz. In der Schweiz nicht, da sind diese Kubutan-ähnlichen Geschichten ganz einfach ein Problem. Daher verschicken wir das Teil auch nicht in die Schweiz, tut mir leid. Aber nach Deutschland, ausnahmsweise mal in Deutschland kein Problem. So wie andere Sachen schwierig, überhaupt kein Thema. Darf man auch mitführen, ab 18 Jahren kein Problem. So, und dann ist noch was einbaut. Und zwar, das ist da hinten, ja, ein ein Pfeifer. Dieses Pfeifer habe ich ganz einfach eingebaut aus zwei Gründen. Einerseits, man kann sie in der Natur zum Signalisieren verwenden, das ist klar. Wenn du einen Hund hast, kannst du ihn damit auch pfeifen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich wollte etwas haben, dass das ganze Teil auch lang genug ist, dass man es schön halten kann. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel das als Glasbrecher einsetzen mag, da braucht man ja eh, wenn man an der richtigen Stelle hinhaut, nicht so fest hinhauen, aber trotz alledem, bumm, macht, damit man das gut halten kann. Und natürlich als Kubutan, dass man es in der Kubutan-Technik dementsprechend auch gut halten kann, dass man hinten den Daumen drauf hat, dann geht das Teil nämlich wirklich durch. Ja, das fetzt richtig rein. Das ist jetzt mal die erste Idee. Wenn dir das gefallen hat, unten findest du den Link in meinen Shop. Versandkostenfrei kannst du das bestellen. Also alle Leute, die bei mir im Shop kaufen, egal ob du aus Deutschland oder aus Österreich kommst, kannst dieses Teil hier versandkostenfrei erwerben. Versand zahle ich ganz einfach, weil ich will, dass das unter die Leute kommt, weil ich der Meinung bin, ich habe es ja auch schon ganz lang getestet, eine coole Sache ist. Aber jetzt mag ich dir noch was zeigen. Die Teile werden in so einer Geschenkbox geliefert. Ja, das heißt, das ist in einer schönen Box enthalten. Dann findest du hier drinnen einen kleinen Zettel. Auf dem Zettel ist ein Code, den zeige ich dir jetzt nicht. Weil mit diesem Code kannst du dir kostenlos einen Videokurs von mir anschauen. Und zwar, wo ich dir zeige,
wie man das zum Feuermachen auch bei Regen und bei unangenehmen Situationen einsetzt. Das ist das eine. Und das andere ist, du kriegst auch ein Kubutan-Anleitungsvideo von Spezialisten, von Selbstverteidigungsspezialisten, weil das bin ich nicht, die zeigen dir, wie man das effektiv mit Basistechniken einsetzt. So, das Ganze ist jetzt eben so verpackt. Es gibt es in Orange und das gibt es in Schwarz. Und was mir ganz einfach wichtig war, ist, dass auch ein Ersatzfeuerstahl mit dabei ist. Der ist jetzt so, der ist angedreht. Sozusagen hier ist ein Gewinde reingedreht, damit man das ganz einfach wieder rein- und rausschrauben kann. Und das ist mir ganz einfach wichtig, weil mit der Zeit natürlich, nicht gleich sofort, aber mit der Zeit, irgendwann der Feuerstahl nachgibt. Und dann müsste man ein Refill kaufen, dann müsste man wieder, daher hast du das gleich dabei. Und wenn es so weit ist und du der Meinung bist, weil du sollst ja auch üben mit dem Teil, dass du es wechseln willst, dann kannst du es wechseln. Aber das wird doch einige Zeit dauern, aber soll so sein. Das heißt, auch das ist etwas, was bei mir standardmäßig bei diesem Teil dabei ist, weil mir das ganz einfach wichtig ist. Wie gesagt, es gibt es in Orange hier und es gibt es in Schwarz, genauso. In der schwarzen Variante ist es auch. Kommt darauf an, wie es dir besser gefällt. Mir gefällt es in Orange besser, aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Und ja, so werden diese Teile ausgeliefert. Wie gesagt, versandkostenfrei nach Deutschland und ja, innerhalb von Österreich. Wenn du dir das Ganze anschaust, ist ja ein Flugzeugaluminium, nennt sich das, also in Aluminium ist wirklich voll stabil, also kriegst auch Garantie und alles drauf, also wenn es kaputt ist, dann schickst du es zurück und kriegst ein neues, also das ist eh klar. Da sind da innen da so kleine Dichtungen eingebaut, damit das ganze Teil auch wasserdicht ist. Warum soll das wasserdicht sein? Ich habe mir überlegt, das ist jetzt nicht standardmäßig ab Werk so, sondern das ist tatsächlich nur für dich jetzt, wenn du das machen magst, dass du dir einen Tampon. Wenn du eine Frau bist, hast du vielleicht einen. Wenn du ein Mann bist, besorg da eine Frau. Oder wenn du eine Frau hast, sag, Schatzi, ich bräuchte einen Tampon. Und wenn sie sagt, wozu, dann sagst, zum Anzünden. Du kannst da ein Stück von diesem Tampon hier jetzt herausnehmen, ein kleines Stück. Du könntest das jetzt auch tränken, zum Beispiel in Vaseline oder in Alkohol, wobei ich Vaseline bevorzugen würde, weil mit Alkohol, dann stinkt die Sache immer so unangenehm. Und gibst das hier in diesem Bereich, da wo dieses Minimesser eingebaut ist, gibst das hier rein und stopfst das Teil, du kannst da auch einen Stock oder irgendwas dazu verwenden, und stopfst das hier rein und schraubst die Sache dann zu. Und dann ist jetzt hier drinnen, da ist ein kleiner Hohlraum, ist jetzt dieser Zunder mit eingebaut. Wenn der mit Vaseline auch noch getränkt ist, ist das absolutes Mörderteil zum Anzünden. Das heißt, du kannst dir auch selbst deinen Notfallzunder in dieses Teil mit einbauen und hast dann einen Stift, der einerseits ein Glasbrecher ist oder vielleicht auch als Kubutan im Ernstfall einzusetzen ist. Du hast da Pfeifferl, damit es ganz einfach cool ist. Und du kannst im Notfall ein Feuer machen. Und wie gesagt, in dem Kaufpreis gibt es auch eben den Link zu einem kostenlosen, den gebe ich da ganz einfach dazu, Kurs, weil ich auch will, dass du damit ganz einfach erfolgreich bist und damit umgehen kannst. Und ich will ja ganz einfach zeigen, wie du mit Naturmaterialien, aber auch mit solchen kleinen Tricks, da mit dieser Watte und mit diesen Geschichten effektiv Feuer machen kannst. Ich zeige dir in diesem Videokurs, der da auch dabei ist, alles ganz genau, Schritt für Schritt. Und ja, auch das ist dabei. Den Zugang kriegst du, wenn du das Teil zulegst. Da ist dann der Zettel drinnen und da kannst du direkt auf meine Homepage dich einloggen. So, das ist jetzt die Geschichte. Genau das ist es. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ich habe dieses Teil entwickelt, weil ich für mich ein Multitool haben wollte, dass die wichtigsten Gefahren, die Dinge, die halt mir wichtig sind, dass ich die im Griff habe. Ja, das sind die Dinge, die ich im Griff haben will. Also, mit dem hier habe ich einen Glasbrecher und ich kann mich im Notfall verteidigen und die Sache, die tut sicher auer weh. Also, das ist kein Spaß, ja? Also, noch einmal, das ist kein Spaß. Das ist einmal das eine. Das andere ist, ich kann damit Feuer machen und mir war auch das Pfeifferl wichtig. Ich kenne so viele Geschichten, wo Leute, zum Beispiel Alpinisten, in Notsituationen gekommen sind und irgendwann kannst du nicht mehr um Hilfe schreien. Aber so ein Pfeifferl, das hört man weit, das kann ich ohne viel Kraftaufwand machen. Diese Teile helfen mir beim Energiesparen. Wenn dich das interessiert, unten ist der Link auf meinen Shop. Wie gesagt, innerhalb von Deutschland und Österreich versandkostenfrei. Du kriegst genau dieses Teil hier, so in dieser Box, wie ich es da gezeigt habe, mit einem Zugang auf ein kostenloses Training mit mir, wo ich da zeige, wie man Feuer macht und wie man das als Notsignal einsetzt, wie man das effektiv macht. Und du kriegst auch einen Selbstverteidigungskurs, wie du das Ganze als Kubutan mit einsetzen kannst, mit Basistechniken von Spezialisten in diesem Bereich, weil da bin ich nicht der Profi und es sollen Leute
Leute, die das Wissen weitergeben, die auch wirklich Ahnung haben von dem, was sie sprechen. Das machen zwei Selbstverteidigungstrainer, die dir das in diesem kostenlosen Kurs, wenn du den Stift kaufst, das ist ganz einfach inkludiert. Das war's an der Stelle. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten. Ich mag dich bitten, dass du mal einen Kommentar da lässt, was du davon hältst, wie du die ganze Sache siehst. Wenn dir das interessiert, wie gesagt, unten ist der Link, versandkostenfrei innerhalb von Österreich und Deutschland. Wenn es kaputt geht und irgendwas ist, natürlich, ich als Hersteller, ich bin auch ein bisschen stolz drauf, da ist mein Logo drauf, rein raus, ja! Nein, also tausche ich hier das Ganze aus, das ist eh ganz, ganz klar, da kannst du dich drauf verlassen. Dazu stehe ich natürlich. Also, wenn es dir taugt, unten der Link. Aber wenn es das erste Mal hier bist, da geht es zum Reini Rossmann Survival-Kanal. Aber andere Videos zum Anschauen. Wir sehen uns, dein Reini Rossmann. Ciao.